Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Der ein oder andere Adventskalender hat es letztes Jahr leider nicht mehr zum Unboxing geschafft, weil da ganz schön viel los war auf meinem Kanal. Und deswegen habe ich diesen Adventskalender ein Jahr lang links neben mir im Regal stehen gehabt und nun darf er ausgepackt werden. Heute geht es um den Goodiebox Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verborgen hat, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das Video ist jetzt eigentlich so ein bisschen schwierig, weil wir können den jetzt nicht mehr nochmal kaufen, aber sehr, sehr bald erscheint auch der Goodiebox Adventskalender. 2020 hat er 99,95 € für Abonnenten gekostet und 119,95 € für Nicht-Abonnenten. Das heißt, es wurde auch die Möglichkeit gegeben, sich den Adventskalender zu kaufen, wenn man halt nicht die Goodiebox regulär abonniert hat. Ja, ich finde, dass das Design des Adventskalenders jetzt nicht so beautiful ist. Überhaupt ist. Ich habe letztes Jahr ein paar Produkte spoilern dürfen, aber nie den ganzen Adventskalender gezeigt. Ich finde es ganz interessant, jetzt einfach mal reinzuschauen und zu gucken, ob sich der Goodiebox Adventskalender allgemein vom Wert her gelohnt hätte oder halt nicht nur vom Wert, sondern auch vom Inhalt her, weil der Wert soll ungefähr 460 € betragen. Sehr schlicht, ne? Ich meine, für den Goodiebox Adventskalender war es sinnvoll, weil die Goodiebox an sich ja auch eine Schokoladenbox ist. Es war das Motto übrigens, und es war so eine Geschichte, Banderole drumherum, The 24 Days of Your Self-Recharge Time Advent Calendar und ja, das geht ja auch viel um diese ganze Me-Time-Geschichte. Take care of yourself, also quasi nimm dir Zeit für dich und ja, jetzt schauen wir mal, wie die Goodiebox uns das Ganze versüßen wollte. Ich glaube, Erwin wird jetzt heute, also Erwin heißt der Stuhl, ne? Der wird jetzt heute nicht so allzu sehr zum Einsatz kommen, weil ich jetzt einfach die Schubladen vor mich hingestellt habe. Es geht dann ein bisschen einfacher für uns alle und ich starte jetzt einfach mal aus dem ersten Schuber mit der Nummer 1. Die sieht so aus. Die Nummer 1, 12, 6 und 24 sind für mich immer relativ wichtig, muss ich gestehen, weil ich einfach so ein bisschen herausfinden kann, was die Boxenpacker bzw. die Adventskalenderpacker so auch an Liebe reingesteckt haben. Ob die sich für die bestimmten Tage bestimmte Sachen vorgenommen haben, ne? Genau, wir haben hier als erstes von La Rosée Gommage du Visage à l'Aloe Vera Bio, also quasi ein Gesichtspeeling mit dabei. Ja, das ist dieses Produkt und das soll das Gesicht klären, peelen, reinigen. 60 ml sind enthalten und das riecht sehr intensiv nach Spa. Doch, ich glaube, ich kann die Produkte da draufstellen. Dann kann ich die euch so schön zeigen. Das finde ich praktisch. Jetzt machen wir im zweiten Schuber weiter mit der Nummer 2. Die ist ganz schön groß. Eigentlich wollte ich den Adventskalender ja weiterverwenden für meinen Freund. Habe ich dann ja offensichtlich nicht gemacht. Aber dieses Jahr kann ich das machen. Und dann kann er mal suchen, wie Ostern an Weihnachten. Hier haben wir etwas für die Haare drin von Biva Professional Hydro Nutritive Moisturizing Shampoo. 60 ml sind hier enthalten. Das ist, ja, einfach ein kleines Shampoo. Schön. Riecht auch ganz angenehm. Wie sie erstmal in allen Produkten hier rumriecht. Ich muss noch so ein bisschen in meinen Adventskalender gedönsen, so reinfinden. Und da kommt es eigentlich ganz gut, dass ich jetzt die Adventskalender, die ich letztes Jahr nicht geschafft habe, einfach jetzt noch mit auspacke. Und dann komme ich auch demnächst in den Flow mehr rein, ja, schneller zu sein. Die Nummer 3 ist tatsächlich auch in der dritten Schublade. Hier haben wir ein Produkt von eCooking Multibalm with Organic Argan Oil and Olive Oil. Extremely Moisturizing for Dry Skin and Lips. Also fürs Gesicht würde ich jetzt sagen. 50 ml sind hier enthalten. Sehr hochwertiges, hochpreisiges Produkt. Also eCooking ist eine Marke, die uns auch durch die Goodiebox sehr nahe gebracht worden ist. Und wo ich bislang auch wirklich gute Erfahrungen mit hatte. Ich hatte einen ganz tollen Fußbalsam auch mal von denen, der mir richtig gut gefallen hat. Und jetzt bin ich auch mal gespannt, ob die fürs Gesicht auch so gute Sachen machen. Schauen wir mal. Bislang ausschließlich Pflege. Ich bin immer ein bisschen scharf auf dekorative Kosmetik. Deswegen hoffe ich, dass wir in der Nummer 4 so ein bisschen vielleicht Schminky-Pinky drin haben. Mal gucken. Ja, Real Her. Be Yourself, Be Real Her. Moisturizing Lipstick. Sehr cool. Und hier haben wir keine Farbbezeichnung draufstehen. Das sieht so aus. Deep Red. Okay, das passt natürlich jetzt auch so ein Stück weit zu dem ganzen Adventskalender-Thema, ne? Ein schönes Rot wird das sein. Richtig schönes Verpackungsdesign. Das war ein Reim. Nein, das ist ein Dunkelrot. Wow. Richtig schön. Das mag ich gerne leiden. Sieht sehr hochwertig aus. Mag ich. Wow, die Nummer 5 ist riesig. Da ist bestimmt eine Maske drin. Oder? Mal gucken. Das ist schwer. Für eine Maske zu schwer. Oh, nein, wir haben ein Tool. Oder? Was bist du? Mikura Pink Modeling Mask. Okay.
Das ist eine Maske. Two-Step Mixing Kit. Okay, die kannst du dir selber anmischen. Okay. Sehr interessant. Da machst du das eine in das andere, knetest, rührst, ab aufs Gesicht, 20 bis 30 Minuten und kannst die abmachen. Ich glaube, das ist eine Peel-Off-Maske, oder? Ah, nee, das ist so eine Gelmaske, die quasi fest wird. Und wie so in so einem Spa kann man die dann so abmachen. Ist eigentlich ganz geil. Doch für so eine richtig schöne Spa-Behandlung habe ich Bock drauf. Das finde ich cool. Das ist mal was Besonderes, oder? Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das schöner findet. Wenn ich quasi den Adventskalender vor mir habe und dann so sukzessive aufmache und dafür dann im Hintergrund die Produkte immer zu sehen sind. Oder wenn ihr den Adventskalender im Hintergrund seht. Ich weiß nämlich noch nicht ganz genau, wie ich das hier so stellen möchte. Und ihr habt jetzt noch Zeit, Einfluss zu nehmen. Also haut in die Tasten und sagt mir Bescheid. Jetzt kommen wir zu Nikolaus. Ich weiß nicht, ob in Dänemark genauso Nikolaus zelebriert wird wie bei uns halt. Weil, also ich weiß noch, damals hatten wir von Felix dieses Weihnachtsbuch, als ich ein Kind war. Und da wurden auch die verschiedenen Nikolaustage und so weiter erklärt in den verschiedenen Ländern. Ich weiß aber nicht mehr, wie das in Dänemark war. Ob das auch so wichtig ist oder ob die eher so am 5. Nikolaus feiern. Weil die Nummer 5 war ja schon mal richtig schön. Aber nein, hier haben wir etwas Krasses drin. Und zwar von Fix & Rouge ein Renew and Refine Pore Detox Revival Serum Hydra Pore. Das ist ein porenverfeinerndes Serum und eine Creme. Ja, 30 Milliliter sind hier drin. Ich weiß nicht, ob das als Primer gesehen wird oder ob das eine reguläre Gesichtscreme sein soll, weil hier steht nichts mit Primer drauf. Deswegen gehe ich davon aus, dass es ein Gesichtsserum ist, was man quasi nach dem Toner und vor der Gesichtscreme verwendet. Vielleicht ist es auch ganz gut als Make-up-Unterlage geeignet, aber das können wir so noch nicht wissen. Gehört aber dann eher in die Kategorie Pflege. Genau daneben befindet sich die Nummer 7. Die haben wir hier. Also ich persönlich wünsche mir noch mehr dekorative Kosmetik. Und wie ist es bei euch? Schreibt mir das gerne mal. Was ist das? Socken. Stimmt, das war witzig. Einheitsgröße bei Jam. Kann ich nicht aussprechen. Einheitsgröße bei 30 Grad waschen. Joa, die wandern so oder so bei mir bei 60 Grad, weil alle Socken werden bei 60 Grad gewaschen. Ist aber ganz cool, sowas einfach mal reinzupacken, finde ich eigentlich witzig. Denn die Goodie Box ist auch witzig. Und ja, das ist Silber. Ich weiß nicht, ob das großartig bequem von innen ist, weil das ist ja so kratzig von der Oberfläche her, ne? Muss ich ausprobieren, ich werde sie auf jeden Fall in Anwendung nehmen. Aber Socken in dem Beauty-Adventskalender hast du so auch noch nicht relativ häufig gehabt, oder? Find's witzig. Das ist mein Humor. Ja, ich packe tatsächlich auch, wenn ich Adventskalender packe, meistens noch ein paar Socken mit rein. Aber das ist dann meistens bei der Nummer 6 mit drin, weil ich das einfach witzig finde. Oder bei der Nummer 5. Jetzt gehen wir aber zu der Nummer 8. Am Ende des Adventskalender-Unboxings-Marathons werde ich definitiv in der Lage sein, von 1 bis 24 zählen zu können, hoffe ich. Die ist ganz schön prall gefüllt. Oh, Ivy Aya, eine Handcreme, darf nicht fehlen. Letztes Jahr war ja auch schon Corona am Start und da hatten wir alle so krass trockene Hände, haben wir immer noch. Und da haben sie natürlich uns eine Handcreme reingepackt, finde ich nice, mit Kakaobutter und Vitamin E. Vitamin E ist ja auch immer so ein bisschen dafür da, um quasi die Zellerneuerung irgendwie anzuregen. 50 Milliliter sind hier enthalten. Ist halt wieder Pflege. Ist halt eine Handcreme. Aber ich finde es irgendwie ganz cool. Solange man halt eine Handcreme in Adventskalendern drin hat, finde ich das noch irgendwo in Ordnung. Ne? Da komme ich jetzt auch mit klar. Aber wir gucken mal weiter. Hat mich jetzt bislang noch nicht so mega geflasht. Aber wir schauen weiter. Nummer 9. Die ist riesig. Die ist richtig riesig und super leicht. Alter Schwede, was ist denn da drin? Nix. Doch. Eine Maske, und zwar eine Lippenmaske von Starskin Dream Kiss Plumping and Hydrating Biozellulose Lip Mask. Biozellulose Masken mag ich sehr gerne von der Haptik auf der Haut. Ja, ist okay, brauche ich aber jetzt eigentlich nicht, weil Lippenmasken mag ich ehrlich gesagt nicht so ultra gerne, weil ich die eher sinnbefreit finde. Aber wenn ich sie habe, werde ich sie verwenden. Auf in den zweistelligen Bereich und zu der Nummer 10. Tada! Ich hätte mir tatsächlich auch ein bisschen mehr Farbvielfalt gewünscht bei dem Adventskalender, weil der doch sehr schlicht ist. Ne? Wir haben außen dieses schlichte Verpackungsdesign, alle Boxen sind in diesem Design, also ja, hätte mehr sein können. Okay, ja, das finde ich jetzt nicht hübsch, aber praktisch, weil ich sowas ab und an mal verwende. Das ist so ein Haartool, so eine Haarklammer, ne? Womit man seine Haare nach hinten machen kann. Ja, okay. Okay, steht jetzt nicht drauf, in welcher Marke das ist. Es ist, ja, einfach ein Haartool. Muss jetzt nicht unbedingt in den 100-Euro-Adventskalender rein, oder? Aber es ist irgendwie,
speziell. Die erste Schnapszahl, die Nummer 11, befindet sich auch im zweiten Schubladenfach. Und die habe ich hier. Ich glaube, die hatte ich letztes Mal auch ausgepackt. Kommt mir gerade so bekannt vor. Von MCO Beauty habe ich ja ein Lippenprodukt. Und zwar ein Lipgloss, hätte ich jetzt mal so gesagt. Tickle ist die Farbe. 6 ml sind hier enthalten. Ist eine richtig schöne Farbe, gefällt mir. Das ist sehr gefällig und hübsch. Gut, das zweite dekorative Kosmetikprodukt und direkt ein zweites Lippenprodukt hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man da gegebenenfalls ein bisschen Abwechslung drin hat. Schauen wir uns jetzt aber mal die Halbzeit an. Das ist die Nummer 12 und befindet sich im ersten Schuber und ist hier drin. Oh, jetzt hauen sie aber raus, ne? Hier haben wir nämlich auch wieder ein dekoratives Kosmetikprodukt drin, und zwar ein Eyeliner Kohl von Sandstone Smooth and Creamy Texture. Das ist dieser hier, der ist vegan. Hohe Kajalstifte sind jetzt nicht unbedingt mein Ding, ne? Also die sind halt mit meinen Schlupflidern nicht ganz so konform und ja, rennen halt in meiner Wasserlinie rum, als gäbe es keinen Morgen mehr. Da bin ich eher ein Fan von Filz-Eyelinern oder so, von so wasserfesten Geschichten oder halt Produkten, die richtig haltbar sind. Naja, aber ist okay. Einen schwarzen Kohlkajal kann man immer mal wieder gebrauchen. Jetzt gehen wir zu der Nummer 13, denn wir sind jetzt auch schon in der zweiten Hälfte. Und die ist im dritten Schuber. Oh ja, das weiß ich noch, dass ich den mit drin hatte. Und zwar von Face Zero in der Farbe Desert Mirage, ein Highlighter. Das ist dieser hier. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist nicht so ultra gut bei der Community generell angekommen, weil der recht dunkel ist. Und bei Highlightern ist es natürlich immer so eine Sache für sich oder generell bei Base-Produkten. Man weiß halt nie, welche Hautfarbe die Person hat, die dann den Adventskalender auspackt, ne? Und dann kann man echt ins Klo greifen. Den hatte ich letztes Mal auch geswatcht, fand den auch ganz schön, wenn ich mich recht erinnere. Und das machen wir jetzt nochmal. Ich habe ja auch den Blushleiter von denen, den ich schön finde. Und ja, der ist ein bisschen grenzwertig von der Farbe her, aber schön. Ja, sehr, sehr grenzwertig. Hier sieht man ihn. Und da man ihn sieht und als Strich auch sieht, ist er mir eigentlich zu dunkel. Aber na, er muss noch auf dem Gesicht getestet werden, denn das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Jetzt gehen wir zu der Nummer 14. Die haben wir hier. Da rappelt es im Karton. Witzigerweise haben wir hier kein Verpackungsfüllmaterial dabei, wobei wir das bei der Box an sich halt auch nicht haben, ne? Nee. Aber bei anderen Boxen hast du hier gefühlt das ganze Ding voll mit Verpackungsfüllmaterial und dann ein winzig kleines Produkt, was sich darin verbirgt. Hier steht drauf Goodie Box. Das ist ein eigenes Produkt von der Goodie Box. Was das wohl ist? Hier ein Pinsel wahrscheinlich, oder? So ein Reisepinsel. Hallo? Au. Nee. Oh, ein Parfümzerstäuber. Das ist auch praktisch, wenn man unterwegs ist, dann kann man hier oben einfach sein Lieblingsparfum reinfüllen. Das ist schön. Das ist richtig schön. Und dann hat man das halt in der Handtasche mit dabei und muss nicht den original großen Flakon immer mitschleppen. Das ist toll und hat auch was von dekorativer Kosmetik, ne? Ja. Nummer 15 haben wir auch wieder im dritten Schuber mit drin. Die ist hier. Hier habe ich eine, oh, die riecht aber echt süß. Krass, von Youth Lab Candy Scrub and Mask. Deeply exfoliates to leave skin soft and radiant. 50 ml sind hier drin. Das ist eine, ja, Peeling und Maske in einem. Finde ich eigentlich ganz schön. Das ist ganz praktisch. Und ja, das würde ich auch mal verwenden, ne? Vor allem Strahlkraft und die Haut softer zu machen, das ist schon mal positiv. Die 16 ist im zweiten Schuber und da ist sie auch genauso groß, wie die Nummer 9 eben war. Ich hoffe nur, dass wir hier dann auch was Großes nehmen. Das ist so leicht hier drin. Was ist das denn? Oh nein. Okay. Ja, okay, schön. Ja, schönes Produkt. Definitiv, weil ich da auch den großen von habe. Das ist von Nire ein Pinsel. Den finde ich schön. Ne? Also da habe ich den großen Fluffel auch schon von. Und jetzt habe ich den auch nochmal als kleinen Shader, Blender, wie auch immer. Da kann man sich schön an den Augen rummalen, was ich offensichtlich sehr gerne mache. Ne? Finde ich toll doch. Das kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Und ich mag das auch, dass wir hier diese Sparkles drin haben. Das passt auch sehr schön zu diesem ganzen Weihnachtsthema. Doch, ist schön. Die 17 ist, glaube ich, das kleinste, winzigste Ding in dem ganzen Adventskalender. Krass. Wie knuffig. Oh. Möchtest du auch mal groß werden? Okay, wir haben dekorative Kosmetik hier mit dabei von Pes. Oder Pass, ein Mono-Eyeshadow. Ja, nee, den behalte ich definitiv nicht. Ich mag keine Mono-Lidschatten. Und das ist so ein, ja, champagnerfarbener Ton. Aber nee, den behalte ich nicht, weil ich keine Mono-Lidschatten verwende. Ist aber ein schöner Ton. Ne? Den kann man auf jeden Fall gut verwenden. Und der hat das Kläppchen oder das Büchschen hier auch ganz gut ausgefüllt. Wow, die 18 ist ja auch so ein riesiges Moped. Die gucken wir uns auch mal an. Aber auch nicht schwer. Hui.
Heidi, was bist du denn? Künstliche Wimpern, ja, nicht unbedingt was für mich, ne? Für 3D oder 3D Foaming Lashes, das ist, ja, einfach Wimpern. Ich habe mir jetzt von Maxine Giacomo die Wimpern geholt. Das ist so, ne, einfach, also ist hier die Gala, steht hier drauf, das höchste der Gefühle. Weil da ist halt Support, ist kein Mord. Ich verwende die gerne mal von ihm und probiere die mal gerne aus. Aber an und für sich mag ich nicht so gerne künstliche Wimpern und trage sie auch nicht, weil ich habe ein krasses Wimpernserum. Da könnt ihr auch bei Purish mit dem Code CLAUDISWELT 15% drauf sparen. Ist von Grande Lash das Wimpernserum. Das ist einfach hammermäßig, das macht richtig viel bei mir. Aber künstliche Wimpern komme ich nicht so gut mit klar. Aber die sehen sehr, sehr schön aus. Also die stehen auch in alle Richtungen ab. Mag ich gerne leiden, aber nichts für mich. Die Nummer 19 gucken wir uns jetzt auch mal an. Da sind wir jetzt in dem letzten 1er-Bereich, 10er-Bereich, sage ich jetzt mal dazu. Oh, Baby Baby von Avant. Sackenteures Vieh. Wegen der Marke allein schon, ne? Das ist so krass. Supreme Hyaluronic Acid Anti-Oxidizing Duo Moisturizer 50ml. Ja, das ist teuer, ne? Das ist Avant, das kennen wir, das wissen wir. Und ich weiß, dass zum Beispiel die liebe Unbox Butterfly Nicole, glaube ich, ne? Ich weiß, ich glaube. Ich glaube, die ist ziemlich heiß auf diese Avant-Produkte. Ja, schön. Habe ich jetzt noch nicht ausprobiert, also kann ich noch nicht groß was zu sagen. Ich glaube, ich hatte mal ein Serum von denen, was ich ganz gut fand, aber nicht im Gesicht verwenden konnte und deswegen für die Möpse verwendet habe. Da hat es mir ganz gut gefallen, aber fürs Gesicht hat es mir nicht gut gefallen. Ach, eigentlich zu schade, ne? So ein teures Ding. Auf, in den 20er-Bereich. Die Nummer 20. Mal gucken, was die jetzt zu bieten hat. Die fühlt sich auch recht schwer an. Stimmt. Es war auch die Zeit dieser ganzen Gua Sha-Dinger und dieser ganzen Tools, ne? Moshi Moshi Mind haben wir hier drin vertreten. Das sieht ja witzig aus. Wie so ein Fisch, ne? Schon witzig. Also ich bin kein Fan von sowas. Ich habe meinen PMD Rose Quartz Roller. Der vibriert und wird warm. Das finde ich super. Aber sowas verwende ich nicht wirklich. Nein, muss ich gestehen. Hier ist auch so eine Anleitung mit dabei, wie man das am besten verwenden kann und so weiter. Der wird weiter wandern. 21. Oh, also das kriegst du sehr schwer raus. Ich persönlich fände es ja geiler, ne? Wenn die das so gemacht hätten, dass du das so nach vorne aufklappen kannst. Das wäre geil gewesen. Haben sie aber nicht gemacht. Muss man sich einen abkämpfen hier. Ist aber ganz schön leicht. Mecker, 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 mecker. Das ist wieder dekorative Kosmetik. Das finde ich cool. Das ist ein loses Puder von Affect oder Effect. Ein Pearl Powder Skin Luminizer. Oh, da muss man aufpassen, dass das nicht zu glowy ist. So wie zum Beispiel von Love, das Aura Glow Powder oder so, was ich mir auch nicht als Setting Powder aufgeben würde. Das hat dann auch wohl noch einen Schimmer mit dabei. Finde ich aber gar nicht so verkehrt. Werde ich ausprobieren. Auf zu der Nummer 22, die zweite und letzte Schnapszahl. Oh, Balance Me Wonder Eye Cream. Ja, das hat natürlich gefehlt, ne? Eine Augencreme brauchen wir auf jeden Fall auch in so einem hochpreisigen Adventskalender. 15ml sind hier enthalten und die soll dann deine Augenpartie wunderschön werden lassen. Das finde ich sympathisch. Das mag ich auf jeden Fall. Cool. Oh je, wir sind schon bei der Nummer 23. Es geht vorbei. Die Nummer 23, ja, das vorletzte Produkt ist schwer. Natürlich darf ein Nagellack nicht fehlen in einem Adventskalender. Scharf. Und in der 23 befindet sich oft ein Nagellack. Muss ich wirklich sagen. So nach dem Motto, bereite deine Nägel auf Heiligabend vor. Und hier haben wir Nails Inc. Nail Kale Base Coat to cover all bases with Nails Inc. Okay, also das ist quasi ein Base Coat. Darüber macht man sich den Farblack und ganz oben drauf dann den Top Coat. Finde ich schön, mag ich gerne leiden. Das Einzige, was ich bei Nails Inc. immer blöd finde, ist, dass du immer das Vieh abziehen musst und dann hast du hier dieses Prümpelvieh. Aber an und für sich finde ich das schön und ich verwende auch immer einen Base Coat. Bin ich ja mal gespannt, was in der 24 drin sein sollte, weil das habe ich, hab's nicht mehr im Kopf, was letztes Jahr drin war, so, ne, von den Unboxings und so. Also die 24 ist schon mal ziemlich groß und schwer. Bin ich gespannt. Fliege. Body Scrub 2 in 1, Body Wash and Scrub Gel, Biodegradable Glitter. Oh nein, von Mikura. Okay, das ist ein Produkt, da hätte ich mich tatsächlich auch nicht drüber gefreut, wenn es drin gewesen wäre. Ist eine Full Size, ja, ist nice, aber es war ein Reim. Aber ein Body Peeling in der 24, ich meine gut, die Aussage vom Adventskalender ist ja auch so, dass man Me-Time und so weiter, ne? Ja, das hatte ich auch schon mal, habe ich auch schon mal aussortiert. Ich glaube, das hatte ich auch irgendwo anders mal in einem Trash-Tauschpaket oder sonst irgendwas mit dabei. Ich weiß nicht, aber ich habe es auf jeden Fall schon mal gehabt und aussortiert. Warum habe ich es aussortiert? Weil mir das zu sehr geglitzert hat. Ich habe ausgesehen wie eine Fee. Ja gut, ja, jetzt hätte ich es hier nochmal mit drin. Ja, nee, wird auch weiter wandern. Schade.
Hier haben wir einmal den Inhalt vom Adventskalender. Was sage ich dazu? Wir haben eine schöne Auswahl an dekorativer Kosmetik und Pflege und an Tools. Wir hatten so ein paar Augenzwinkerprodukte mit dabei, aber auch ein paar Produkte, wo ich mir so gedacht habe, gehört nicht in 100 Euro Adventskalender rein. Das hätte jetzt echt nicht sein müssen. Also es ist definitiv Luft nach oben da, aber es hätte sich definitiv gelohnt. Ne? Wenn man das für 100 Euro gekauft hätte, du hast hier echt einen fetten Warenwert, lohnt sich das schon? Aber ich wäre jetzt nicht so weggeflasht gewesen, muss ich auch ehrlich gesagt sagen. Vor allem in Relation zu dem, was man sonst so auf dem Markt gesehen hat, ne, ist Luft nach oben da. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt 2021 in den Adventskalender mit reingepackt wird, auch wieder aufgebaut sein wird. Vielleicht haben wir 24 kleine Schublädchen oder so, da gibt es ja auch solche Adventskalender, die sowas machen. Ja, ihr Lieben, das war jetzt hier mein Unboxing und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten mein neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!